6 Uhr morgens auf dem Biohof von Johann Ellenrieder in Ustersbach bei Augsburg. 50 Kühe kommen von der Nachtweide in den Stall und wollen jetzt gemolken werden. Tochter Anna hat Landwirtschaft studiert und arbeitet momentan als Angestellte auf dem Betrieb mit. Was den Lohn angeht, ist das allerdings gerade ziemlich frustrierend. Wir haben letztes Jahr eine Vollkostenrechnung für den Betrieb auch gemacht und da ist halt auch rausgekommen, dass wir ca. 15 Cent pro Liter mehr Milchgeld brauchen würden, damit wir die Löhne, dass die Arbeitsstunden, die im Betrieb geleistet werden, auch vernünftig entlohnt werden. Wir schaffen eigentlich unter Mindestlohnniveau. Das heißt, für etwa 10 Euro pro Stunde. Eigentlich müsste der Erzeugerpreis für Biomilch zwischen 68 und 73 Cent pro Liter liegen. Das hat der Biolandverband vor kurzem ausgerechnet. Die Ellenrieders bekommen aber im Augenblick nur 55 Cent. Dabei sind die Produktionskosten auf dem Betrieb in den letzten Monaten enorm gestiegen. Neben den Stromkosten schlagen vor allem 14.000 Liter Diesel pro Jahr gewaltig zu Buche. Das hat sich halt jetzt innerhalb von einem Jahr der Dieselpreis verdoppelt. Und dann kann man sich jeder ausrechnen, was das dann Geld ist. Mit diesen Kostensteigerungen für Energie kann der Biomilchpreis nicht mithalten. Zwar ist er in den letzten 10 Jahren langsam, aber stetig gestiegen, auf über 56 Cent pro Liter. Bei konventioneller Milch ein viel stärkeres Auf und Ab, zuletzt aber steil nach oben auf über 51 Cent. Damit ist der Abstand so gering wie noch nie. Im bayerischen Landwirtschaftsministerium sieht man das mit großer Sorge. Dieses Zeichen ist verheerend und es wird dazu führen, dass Betriebe ihre Umstellung, die sie vielleicht schon viele Jahre geplant haben, natürlich noch mal überdenken. Eigentlich sollen bis 2030 in Bayern 30% der Fläche biologisch bewirtschaftet werden. Dieses Ziel wurde von der Politik vor 3 Jahren gesetzlich festgeschrieben. Zurzeit sind es aber erst 13,8%. Momentan halten wir an unserem Ziel fest. Wir tun auch alles, um dieses Ziel zu erreichen. Aber was absolut notwendig ist, die Landwirte, die umstellen, müssen ihre Produkte zu auskömmlichen Preisen verkaufen können. Das heißt, wenn die Verbraucher nicht bereit sind, die Preise für die Bioprodukte zu zahlen, die notwendig sind, dann werden wir das ambitionierte Ziel von 30% Öko niemals erreichen. Zurzeit allerdings geht der Absatz von Biomilchprodukten zurück, in den Naturkostläden zumindest, um 20%. Bei den Discountern dagegen steigt der Absatz leicht an. Walter Herzog beliefert mit seiner kleinen Landkäserei in Roggenburg keine Discounter, sondern vor allem Einzelhandelsgeschäfte in der Region und Bioläden. Das haben wir natürlich das letzte halbe Jahr gemerkt und jetzt die letzten Wochen ist es noch mal ein bisschen intensiviert worden durch die Hitzewelle, durch die Urlaubszeit, durch die Reiselust der Deutschen, wo wieder entstanden ist, ist die Kaufkraft auch im Bio schon wesentlich zurückgegangen. Auch die Käserei kämpft mit den gestiegenen Kosten. Für Strom, Heizöl, Verpackungsmaterial und den Rohstoff Milch. Walter Herzog zahlt den Landwirten inzwischen 55 Cent pro Liter. Rund 5 Cent mehr als noch vor 4 Monaten. Die Preise für seine Käseprodukte hat er deshalb um 10% erhöht. Mehr allerdings geht nicht. Das kann ja nicht sein, dass ich die Preise erhöhe und niemand will mein Produkt mehr, aufgrund vom Preisniveau. Unser Dilemma ist die Kostensituation. Ich sehe einfach unseren Staat gefordert, Energiekosten runter oder Besteuerung runter, Mehrwertsteuer aussetzen. Es gibt ja viele Vorschläge in Deutschland und Gegenvorschläge natürlich, aber es muss im Kostenbereich sich was tun. Landwirt Johann Ellenrieder liefert jährlich rund 300.000 Liter Milch an die Käserei Herzog. Auch er ist der Meinung, dass der Staat für Bioprodukte mehr tun könnte. Vor allem was die Absatzmöglichkeiten anbelangt. In Kantinen zum Beispiel. Also wenn, dann müsste der Staat, wenn er sowas sich auf die Fahne schreibt, zumindest in seine ganzen öffentlichen Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, überall wo Essen angeboten wird, mindestens mal diese 30% Ökoanteil anbieten. Macht er aber nicht. Nur wenn der Absatz für Bioprodukte wächst, können auch mehr Landwirte ihren Betrieb auf ökologische Bewirtschaftung umstellen. In Krisenzeiten wie diesen aber sparen viele Verbraucher bei den Lebensmitteln und kaufen möglichst günstig. Ein Dilemma.
Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.